Wie wir an dem Entschuldigungsvideo des VW-Chefs Winterkorn gesehen haben, ist die öffentliche Entschuldigung von Wirtschaftsführern, von Managern, von Leitern von Institutionen ein sehr heißes Eisen in der Wirtschaftskommunikation. Und es ist auch deswegen, weil häufig in der Beratung die juristische Perspektive dominiert. Verständlicherweise nehmen Juristen immer eine defensive Position ein, aber in der Regel wird dadurch die ethische, die moralische Komponente des Problems nicht deutlich und häufig entgleisen oder verunglücken solche defensiven Stellungnahmen, wie wir das in dem Fall von Winterkorn gesehen haben. Aber wie kann das anders gehen? Und ein Beispiel nehmen wir diesmal nicht aus der Wirtschaftswelt, sondern nehmen wir aus dem Profifußball. Es ist erst einige Jahre her, da machte ein prominenter Fußballprofi den Wirtschaftskapitän vor, wie eine öffentliche Entschuldigung wirksam in der Öffentlichkeit funktionieren kann. Es war Arjen Robben, der Stürmerstar des FC Bayern. Er hatte die Aufgabe, im vorentscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft in Dortmund kurz vor Schluss einen Elfmeter für Bayern München zu verwandeln. Hätte er das getan, dann wäre die Meisterschaft wieder offen gewesen. Aber Arjen Robben verschoss auf ziemlich klägliche Art und Weise und das war die Vorentscheidung. Der BVB wurde kurz darauf deutscher Meister. Wie verhielt sich Arjen Robben in der Situation? Die öffentliche Entschuldigung von Arjen Robben vor einem millionenstarken Fernsehpublikum taugt als Lehrmaterial für die Wirtschaftskommunikation. Was lässt sich daraus lernen? 4 Lektionen. Arjen Robben verkroch sich nicht. Er stellte sich unmittelbar nach Spielschluss den Interviews der Journalisten vor den Fernsehkameras eines Millionenpublikums und ging sofort daran, seine Fehlleistung zu erklären bzw. sich für diese zu entschuldigen. Er übernahm persönliche Verantwortung. Er hätte ohne weiteres darauf hinweisen können, dass es eine ganz besondere Drucksituation gewesen sei und dass der Dortmunder Torwart, Nationaltorwart Weidenfeller, den Ball fantastisch abgewehrt habe. Beides war der Fall. Aber er tat das nicht, er versteckte sich nicht hinter Ausreden und übernahm für die Fehlleistung persönliche Verantwortung. Es sei sein Fehler gewesen. Eine Fehlleistung in einem solchen Moment sei unentschuldbar für einen Profi wie ihn, insbesondere für jemanden, die wie er vorher in der Bundesliga selbstverständlich jeden Elfmeter verwandelt habe. Dann müsse er es auch in einer solchen Situation können. Deutliche Entschuldigung bei den direkt Betroffenen. Denn Arjen Robben sprach das aus, was nicht selbstverständlich war. Er sei derjenige, der jetzt seine Mannschaftskameraden und den Verein um die deutsche Meisterschaft gebracht habe. Und deswegen könne er sich nur bei seinen Mitspielern und bei dem Verein und bei den Fans dafür entschuldigen. Herunter vom hohen Ross kommen. Dieser Weltstar des Profifußballs, der immerhin mit den Niederländern im WM-Finale kurz zuvor gestanden hatte, einer, der in der internationalen Fußballszene rund war, in London, in Spanien, in Deutschland. Er war sich nicht zu schade, seine eigene Fehlleistung wörtlich als peinlich einzustufen. Das machte ihn menschlich, das machte ihn überzeugend, das machte ihn authentisch. Mit klaren, einfachen Worten, mit einer überzeugenden Körpersprache hat dieser Fußballprofi eine wirksame öffentliche Entschuldigung hinbekommen. Und das taugt tatsächlich als Lehrbeispiel. Hieran können sich viele Wirtschaftskapitäne und Manager ein gutes Beispiel nehmen. Was lässt sich aus dem Verhalten des prominenten Fußballstars für die Management-Ebene lernen? Eindeutig, wenn man die Entscheidung trifft, einen prominenten Manager nach vorne zu schicken und sich öffentlichkeitswirksam für das Unternehmen zu entschuldigen, dann muss es aber in dieser Art und Weise geschehen. Es muss glaubwürdig und authentisch rüberkommen. Mimik, Gestik, Tonfall und die Wortwahl selber muss zusammenpassen und müssen ein glaubwürdiger Ausdruck des Bedauerns und von Fehlverhalten sein. Nur dann kann es überzeugend wirken.